gerade aussteigen. Ich nehme auch mal einmal kurz. Guten Tag. Da. Hallo. Moin. Moin. Hallo. Hallo. Die sind heute ausnahmsweise mal recht nett. 9 Minuten 40, aber es beschwert sich keiner. Denken wahrscheinlich, ah, das ist der nächste Bus. Ja, na, habe ich verpasst, war ich zu spät, war der alte Stelle. Naja, kommen sicherlich gleich auch noch andere Kommentare. Und wie gesagt, ich kann ja gucken, dass ich vielleicht zumindest so 2-3 Minütchen noch wieder reinhole. Ja, wenn es zwischendurch mal ein bisschen ruckelt, das liegt wohl auch teilweise am Autosave, den ich auch sicherheitshalber aktiv habe. Und zwar bei jeder Haltestelle oder kurz nach Haltestellen macht er eigentlich immer ein Autosave, was ganz praktisch ist, weil ab und zu stürzt das Spiel dann doch mal irgendwie ab. Gerade auf den freien Karten passiert mir das doch ab und zu. Und da ist es dann ganz nett, wenn man nicht dann irgendwie die ganze Strecke nochmal fahren muss, sondern einfach beim letzten Bahnhof, bei der letzten Haltestelle, nicht beim letzten Bahnhof. Ich hab auch schon wieder 2 Haltestellen ausgelassen. Ja, also gesagt, irgendwas ist heute ja ganz merkwürdig. Der hat die erste Haltestelle nicht mitbekommen und deswegen funktioniert wahrscheinlich die automatische Ansage nicht. Guten Tag. Guten Tag. Keine Beschwerde. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas. Aber jetzt sehen wir, 8:50 haben wir momentan Verspätung. Nächste Haltestelle. Jetzt nur noch 4:50, weil wir vermutlich hier zwischen den Haltestellen ein bisschen Weg haben. Das hier ist aus einer meiner absoluten Hassstellen. Zweispurige Straße, die hier vorne gleich eine echt enge Kurve hat. Also hier mache ich das in der Regel wirklich so dreist, wie ich das auch jetzt gerade mache. Einfach mittig fahren. Ja, so eng ist sie nicht, aber... Ja, den habe ich im Lotto gewonnen. Mein Gott. Macht's erstmal besser. Ich verstehe den Unfall immer noch nicht. Sollte ich auch Kollisionen mal ausstellen. So, Harvest. Was? Harveste Ruderweg. Jo, Tageskarte. Das war die hier, oder? Nee. Moment. Die hier, ne? Ja. Was hat er gegeben? Ah, das war's. Ja. Super. Eine Tageskarte. Ich fahre aber mal im nächsten Bus mit. Kann ich verstehen, ja. Kann ich verstehen. Arschloch. Echt. Ja, aber hier Hamburg, falls ihr hier in Hamburg zufälligerweise mit dem Bus schon mal gefahren seid oder die Strecke kennt und zum Beispiel schon bei der Sophienterrasse wart, sieht es dort wirklich so aus. Also ich war schon ein, zwei Mal in Hamburg, aber ich muss sagen, also den Innenstadtbereich hier später, so Rathaus und so die Gegend, ja, das erkenne ich wieder. Also das, und auch Mönckebergstraße ist es, glaube ich, wo wir dann nachher noch langfahren, das erkennt man schon wieder, aber wie gut erkennt man das wieder? Das kann ich echt nicht sagen. Ja, hier so, hallo. Kommt rein. Guten Tag. Wieder neue Opfer. Und weiter geht's. 5 Minuten 30. So. Nächste Haltestelle. Gibt's schon was. Ja, oder das hier. Erkennt man das wieder? Wie gesagt, ich war echt, wie gesagt, einige Mal in Hamburg, aber leider habe ich da so gar keine Orientierung außerhalb so der Haupteinkaufsstraßen. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Na, Mensch, wird schon grün. Ja, auf Ampeln muss man hier natürlich achten, aber ich glaube, es gibt nicht wirklich sozusagen Abzug, zumindest keinen offensichtlichen, wenn man nicht drauf achtet. Vermutlich irgendwie im Fahrstil. Es gibt auch eine Fahrerkarte. Die zeige ich euch aber lieber nicht, weil das ist einfach zu frustrierend bei mir. Wie gesagt, zu viele Unfälle, wo ich auch manchmal einfach gar nicht weiß, wie die zustande gekommen sind. Ich sollte wahrscheinlich nicht ein Omnibusfahrer werden. Also, falls sich euer Omnibusfahrer bei der nächsten Reise als vorstellt, guten Tag, mein Name ist Bacon. Steigt lieber aus. Wirklich. Vertraut mir, das wollt ihr nicht erleben. Ups, ein bisschen zu früh gebremst. Aber wie gesagt, das stört sie meistens nicht. Moin, moin. So, das ist eigentlich die perfekte Ansicht, wenn Leute einsteigen. Nicht ins Gesicht gucken, sondern nur auf den Fahrkartenschalter. Die Alster-Chaussee, 5 Minuten 50. Ja, wird ja langsam besser. Nächste Haltestelle, Böttcherstraße. Die Böttcherstraße. Ja, da will jemand aussteigen. Fliehen, nennen es andere. Ja, wie gesagt, auch zum Beispiel sind die Banken, gibt es die wirklich, also gerade auf den kostenlosen Karten, denke ich mal, sind natürlich gerade die Gebäude nicht unbedingt alle so exakt. Aber wie gesagt, da werde ich sicherlich auch noch demnächst zu kommen und ja, also mir macht das Spiel extrem viel Spaß.
alles. Ja. Moin. Mein Gott. Eine Einzelfahrt Großbereich. Einzelfahrt Großbereich, ja. Soll's da haben? Dann, Danke. Jo, bitte. Einmal pünktlich, das wär's. Ja. Einmal Großbereich, bitte. Einmal pünktlich, das wär's. Siehst du? Sowas darf man sich ja den ganzen Tag anhören. Sitzt man im Danke. Bus. Und auch wieder so ein Scherzvogel. Oh, ich kaufe eine Fahrkarte, die auch wahrscheinlich schon gestempelt ist. Aber ich steige direkt wieder aus. Ja, aber der Bus füllt sich ja langsam. Leider können die Leute auch sehr gut ineinander stehen. Und wie gesagt, häufig stehen sie auch, ohne dass es wirklich einen Grund gibt. Also selbst wenn es noch Doppelbänke gibt, bleiben viele Menschen einfach gerne stehen. Nächste Haltestelle. Fontenay. Sagt mir jetzt so auch gerade nichts. Ja, und dass hier die Lenkbewegungen manchmal so rabiat sind, das liegt halt auch wirklich daran, dass ich per Tastatur spiele. Da lässt sich das halt nicht so fein granulieren und vor allem nicht einfach so... Ja, doch, also ja, es kommt drauf an. Man muss da irgendwie einen Kompromiss eingehen. Und ich bin den Kompromiss eingegangen, dass er halt, sobald ich loslasse, dass er wieder in die Standardausrichtung sozusagen geht. So. Fahren wir doch mal ran. Sie haben... Super, ich habe einen Unfall gebaut, von dem ich wieder nichts mitbekommen habe. Ja, ich kann auch besser fahren. Mal eben kurz gucken. Ich weiß echt nicht. Manchmal bin ich echt überfragt. Ich lasse hier vorne mal das Ding offen. Was möchte sie? 2,30. 3. So, dann wird die wenigstens nicht ungeduldig. 5. Na? Dankeschön. Bitteschön. Einmal Nahbereich. Einmal Nahbereich. Das ist 1,40. Zack. Dann 2, 3, 5. Und, ah, da sagen wir auch gerade wieder schön dieses Aufpoppen. Vielleicht liegt es auch. Vielleicht weiß ich, wie ich die Unfälle gebaut habe. Jo. Nee, aber, also, sind wir mal ehrlich, das ignorieren wir. Das. Ja, die Passagiere waren auch sagen, ja, da bin ich. Sind wir mal ehrlich, in echt würde da keiner. Echt würde da der Autofahrer halten. Also da war ja eigentlich mehr als genug Platz, aber die sind halt manchmal so ein bisschen, oh, da fährt er gerade rein, ein bisschen langsamer, ist egal, ich fahre gerade 50, da halte ich da nicht extra für. Oh, hier vorne haben wir dann auch, ich erinnere mich, vorne haben wir jetzt auch zum ersten Mal unsere speziellen Busampeln. Moin, moin. Hallo. Moin, moin. Genau, hinten steigen sie jetzt noch, nein, nicht alle, aber einige aus. Das ist aber bitte ein Kinderfahrschein. Na, falsche Karte, sollst du nicht kriegen. So, und 10 Cent gibt's wieder. Nicht gleich alles für einen Lolli ausgeben. Moin, einmal Großbereich, bitte. Einmal Großbereich, bitte. Die Fahrgäste beschweren sich, weil ich zu spät bin. Eine Einzelfahrt Gesamtbereich brauche ich. Nächste Haltestelle. Danke. Genau, da sind wir nämlich eigentlich schon. Moin, moin. Da haben wir nur noch 4:30 Verspätung, ja. Auch wenn die Autos gerade grün haben, ich muss hier halten, um nicht noch mehr Unfälle zu bauen. Weil ich hier vorne halt meine Busfahrerampel habe. Ah gut, die sagt ja jetzt alles Paletti. Nächste Haltestelle. Genau, und dann, ich halte mich hier gerade ein bisschen links. Das blenden wir mal wieder aus. Ja, also das war gerade wirklich ein dummer Unfall und die passieren mal leider auch noch zu häufig, weil die Autofahrer halt nicht unbedingt Rücksicht auf den Bus nehmen. Also, sorry, also da muss ich sagen, in echt finde ich, ja, weil ich nicht beim Unfallort geblieben bin, das gibt halt dann Eintrag in die Akte, dass ich Fahrerflucht begangen habe. Da meine Akte sowieso unter aller Sau ist, juckt mich das jetzt auch nicht so wirklich. Moin, moin. Hallo, oh, und da ist eine verschwunden. Oh, heute haben Sie, oh, ich hätte gerne einmal die 9 Uhr Tageskarte. Die 9 Uhr Tageskarte, Mensch, noch kleiner hat es nicht, oder wie? Wenn ich dir sowas geben würde zurück, ne? Einmal Großbereich, bitte. Gebt direkt einen auf den Sack, kann ich euch ja mal zeigen. Na, wo machen wir nicht? 5, 9, echt? Einmal Tageskarte, 9 Uhr. Ich habe mich, glaube ich, verrechnet. Das sind 6. Danke. Bitte. Und weiter geht's. Oh, da sah man es auch gerade wieder heftig, diesen Aufbau. Ja, so ganz verstehe ich das auch nicht, weil eigentlich sollte man PC leistungsstark sein dafür. Genau, am Gänsemarkt. Jetzt sind wir auch schon wirklich im Hamburger Innenstadtbereich.
Wird die grün? Ja, nee. Ignorieren wir jetzt. Wir stehen auch gerade, nur um es mal zu zeigen, wir stehen auch gerade so richtig scheiße. Also hier, schön ist was anderes. Schön über beide Spuren. So macht man sich beliebt bei Autofahrern. Ja, hier rechts werden wir sicherlich dann in Zukunft mal einmal, wenn wir die 688, wenn wir die fahren. Hier geht es dann Richtung Altona bei der weiter. Ja. Oh, kann ja kurz auf den Sitzplatz. Nochmal in die Außenansicht. Hui, und weiter geht's. Die Verspätung haben wir 3 Minuten. Also haben wir knapp 6 Minuten rausgeholt. Na gut, wir haben ja auch den zweiten Unfall ignoriert. So, das ist der Gänsemarkt. Und wie gesagt, das ist hier das langsame der Tag in Hamburg, den ich kenne. Und ich habe das Gefühl, als wäre das nicht ganz unbekannt, was ich hier sehe. Bitte Einzelfahrt, Gesamtbereich. Einzelfahrt, Gesamtbereich. Danke. 5. Bitte ein Kinderfahrschein. Bitte ein Kinderfahrschein. Danke. Danke, bitte. Hey, ist auch wieder so eine riskante Stelle. Vor allem, hier gehen noch 2 Spuren zusammen. Aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ups, hat man eine Tür nicht richtig zugemacht? Ups, passiert. Genau, hier Jungfernstieg. Also hier sind wir. Da vorne sieht man die Elbe. Ah, das Gebäude. Das erkenne ich auf jeden Fall. Und ja, hier haben wir auch eine schöne eigene Busspur für uns. So, und dann geben wir nochmal ein bisschen Gas und... Oh, ich stehe eigentlich sehr weit weg von der Haltestelle, trotzdem laufen wir einmal rein. Großbereich. Ja, einmal Großbereich. 5. Moin. Ah, das ist das Gute hier im innerstädtischen Bereich. Kann man, wenn es halbwegs gut läuft und sich nicht die Ampeln alle gegen einen verschworen haben, auch ein bisschen Zeit wieder reinholen. Und jetzt kommen wir zum Rathaus und ehrlich gesagt, einer der schwersten Ecken hier. Hier bin ich schon mehrfach lang gefahren und ich kriege die Kurve meistens nicht hin. Wie man sieht, einspurige Straße, die jetzt nicht sonderlich breit ist. Was fahren Sie denn? Ja, und wie ihr gerade gehört habt, auch hier waren die Fahrgäste nicht ganz glücklich. So, dann sind wir hier am Rathausmarkt. 2 Minuten 40 Verspätung. Moin, moin, moin. Guten Tag. Ach, ja. Also einmal pünktlich kommen, morgen vielleicht? Ja, morgen. Echt, der gibt gleich einen auf die Fresse, Junge, ey. Okay. Nein, nein, komm, morgen vielleicht. Ich hab doch moin, noch einen. Moin, vielleicht ein bisschen spät heute. Ja, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob wonach die rechnen. Danke. Nur hallo. Einmal Tageskarte 9 Uhr. Tageskarte 9 Uhr. Wonach die rechnen. Wenn die halt auch denken, dass ich 32 Minuten zu spät bin. Danke. Dann kann ich schon verstehen. Großbereich, bitte. Dann kann ich schon verstehen, dass sie ein bisschen pissig sind. Danke. Jo. Und steigen wieder aus. Echt, ey, ich glaube, das sollte mir wirklich zu denken geben. Wenn so viele Leute hier aussteigen. Das hier ist jetzt, glaube ich, die... Mönckebergstraße. So, da haben wir mal, geben wir mal ein bisschen Gas. Hier darf man eigentlich nur 25 fahren. Ist für uns also eine gute Möglichkeit, nochmal eben ein bisschen Zeit rauszuholen. Tachchen.
Also das weiß ich, beim Taxi fahre ich zumindest nicht vor. Weil der rammt mir sonst sowieso hinten rein. Ja, wie gesagt, also mindestens einen Unfall habe ich vor, also den ersten Unfall beim zweiten Jahr. Mhm. Das war dumm. Den vergessen wir auch ganz schnell, aber zumindest den ersten Unfall, ich habe echt nicht mitbekommen, was da passiert ist. Vielleicht müsste ich mir auch einfach die Aufnahme nochmal angucken, vielleicht würde ich es dann sehen oder zumindest erraten können. Nächste Haltestelle. Genau, hier die Mönckebergstraße, Hauptbahnhof Mönckebergstraße. Dann sind wir auch gleich schon am Ende. Wie gesagt, die Aufnahme endet hier nicht und wie ich es auch schon angekündigt habe, die Episoden schneide ich vermutlich an den Haltestellen. Sehen Sie, junger Mann, jetzt sind Sie zu spät. Danke. Ja, also ich glaube, dass Sie sich beschweren nicht echt daran, dass ich hier... Ups. Da habe ich versehentlich einen Gang ausgemacht. Das ist natürlich dann klar, dass man nicht losfahren kann. So. Und Endhaltestelle am Bahnhof. Scheint oder? Ups. Na, die nehmen wir jetzt noch mit. Wir sind ja eh zu spät. So, und dann gibt es nämlich gleich noch die Auswertung. Da wird allerdings nur die Fahrzeit und die Verspätung angegeben. Da bin ich jetzt nämlich wirklich gleich gespannt. Ich vermute, ich habe vorhin einfach falsch gehalten. Ist mir auch noch nicht passiert. Mal gucken, ob es überhaupt eine Auswertung gibt. Weil ich ja scheinbar noch gar nicht losgefahren bin. Gut, hier die letzten steigen noch aus. Ja, die gibt es dann auch gar nicht. Gut, dann fahren wir jetzt eben weiter. Hier vorne ist nämlich direkt Steintordamm, der Anfang der Linie. Wie gesagt, ich hatte gesagt, wir fahren hier einmal beide Richtungen. Mache ich sicherlich nicht bei jeder Linie, aber es gibt einfach welche, gerade wenn man so durch den innerstädtischen Bereich fährt, das finde ich immer schön, das vielleicht von beiden Seiten zu sehen. Und auch gerade hinten dieser Busbahnhof sieht eigentlich auch ganz nett aus. So, ich will mal eben kurz gucken, was sagt denn der vor 36 Minuten? Ja, nee, das mache ich jetzt, wähle ich jetzt nicht aus, weil er sagt ja, vor 36 Minuten hätte ich losfahren müssen. Wie gesagt, irgendwas lief da jetzt wirklich komplett schief. So, hier vorne kommt gleich die große Kehre. Jetzt hier vor. Ich fahre jetzt noch nicht direkt an den Haltespot ran. Ich habe momentan noch gar keine Linie, wie man sieht. Ich bleibe eben hier vorne stehen und ich breche mal eben den Fahrplan ab, aus dem einfachen Grund, das bringt jetzt ja gerade nichts, weil er sowieso irgendwie raus ist. So, was haben wir denn hier? Wir suchen eigentlich eine Linie, die hier Hauptbahnhof Zopp. Ist das nicht der hier? Nee. Wo ist denn Hauptbahnhof Zopp? Den kenne ich gar nicht. Wird ja immer besser. Okay, ich glaube, ich muss mal eben kurz hier abbrechen. Ich stelle mal eben kurz die Zeit einmal ein bisschen um. Es geht nur, wenn man nicht einen Fahrplan fährt. Weil eigentlich... Hauptbahnhof Zopp. 9.10 Uhr. Hauptbahnhof Zopp. Ach, Mist, da haben wir jetzt natürlich... Ja, ich hätte mir die Nummer natürlich mal eben notieren sollen. Wo ist denn der Hauptbahnhof Zopp? Ist der da vorne rechts? Also ich bin sonst halt schon ein paar Mal halt wirklich von Alzerdorf
zum Steintordamm und dann halt folgend zurückgefahren. Ja, da müssen wir mal eben kurz ein bisschen suchen. Oder ist das hier der Zopp? Ne, das hier muss ja eigentlich der Zopp sein, ne? Ja. Gucken wir mal kurz. Ah, nein! Nein, nein, nein! Huh. Okay, das ist eine ganz schlechte Idee, was wir gerade gemacht haben. Wir drehen mal eben eine Runde. Wir gehen einfach mal davon aus, dass das hier Hauptbahnhof Zopp ist, bis wir eines Besseren belehrt werden. Weil, wie gesagt, ich habe ja schon des Öfteren hier Runden gedreht. So. Genau, wir haben jetzt eine andere Zeit. Morgens 8.54 Uhr, also kurz vor 9. Ende des Berufsverkehrs und ich glaube für die Rückfahrt, damit es auch noch nicht nur die gleiche Strecke in die andere Richtung ist, ändern wir vielleicht auch das Wetter. Das geht nämlich auch. Ich gehe recht einfach da unten über das rechts das Wettersymbol. So. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier eigentlich mal eben einmal ganz kurz. Fahrplanauswertung, Fahrerakte. Ja, da gucken wir. Ja, die kann ich euch ja mal eben zeigen. Ich habe gerade nämlich eine neue Fahrerakte eigentlich für das Let's Play angefangen. Und wie ihr seht, hatten wir. Achso, scheinbar, weil wir noch nicht beendet haben, hat er den Unfall noch gar nicht drin. Oder ist nicht der aktuelle Fahrer. Gut, dann gucken wir mal eben einmal ganz kurz. Zack. Die 109. Wir fangen am Hauptbahnhof Zopp 9.10 Uhr an. Und das ist die 66102. So, dann gehen wir hier vorne auf das Display. Wie gesagt, ich habe ja bei der Steuerung das so eingestellt, dass es für mich passt. Ich fahren darf. Ja, die, eieiei. Das fängt ja gleich richtig gut an. Ups. Das fängt ja richtig, richtig gut an. Da rammt mir auch noch eine Polizeiwagen. Das Gute ist, dadurch darf er eigentlich nicht so lange brauchen.